Hallo Leute und herzlich willkommen zur Praxislektion von Recordbox DJ. Recordbox ist ja eigentlich gestartet als Vorbereitungstool sozusagen für alle CDJ-Nutzer, also die CD-Spieler von Pioneer. Dafür gibt es auch eben hier noch den Export-Modus, aber sie haben im Prinzip noch einen draufgesattelt und haben eine DJ-Software an den Start gebracht, die auf jeden Fall was auf dem Kasten hat. Und insofern schauen wir doch uns das Ganze einfach mal an. Ja, wenn ihr Recordbox öffnet, dann habt ihr diese Oberfläche hier vor euch, eben ganz klassisch wie bei anderen Programmen auch. Ihr habt hier unten eure Mediathek und darüber die Decks. Und dann kommen wir direkt mal zu den Einstellungsmöglichkeiten, wie immer am Anfang eben das allgemeine Layout, dass ihr euch das so anpassen könnt, wie ihr möchtet. Und zwar findet ihr hier oben einige Häkchen, die ihr setzen könnt, um eben mehr oder weniger anzeigen lassen zu können, als auch wie viele Decks ihr denn haben möchtet. Ihr könnt nämlich, wenn wir mal zwei Tracks jetzt hier reinladen, entscheiden, ob ihr das Ganze eben im horizontalen oder im vertikalen Modus sehen möchtet. Aber auch eben zum Beispiel sogar ganze vier Decks, horizontal und vertikal. Und eben ihr könnt dann auch auf Durchsuchen noch gehen. Das heißt, hier ist dann die Mediathek unten im Vordergrund. Ja, wir bleiben mal bei zwei Decks horizontal. Ihr könnt dann hier eben haufenweise Häkchen setzen. Ihr könnt hier oben die Effektsektion hinzufügen. Ihr könnt den Sampler hier unten hinzufügen, ihr könnt den Mixer sichtbar machen, ihr könnt die Record-Funktion hier einblenden und auch die Lightning-Funktion, denn Recordbox DJ hat sogar auch die Funktion, dass ihr damit eure Lichtorgel steuern könnt. Wir setzen jetzt einfach mal alle Häkchen. Ihr seht schon, ist auf jeden Fall dann deutlich voller als am Anfang. Ihr habt jetzt hier extrem viele Funktionen und Möglichkeiten, auf alle möglichen Parameter einzugreifen. Und ihr müsst es dann eben entscheiden, was ihr davon braucht und was nicht. Eben wenn ihr zum Beispiel überhaupt keinen Sampler benutzt, logischerweise könnt ihr den ausblenden. Als auch zum Beispiel die Lichtsteuerung werden wahrscheinlich die wenigsten von euch benutzen. Das sind eben alles Dinge, die man ausblenden kann. Ihr könnt zum Beispiel auch die Effektsektion ausblenden, wenn ihr, so wie wir hier eben so einen Controller habt, dann bedient ihr die ja auch am Gerät selber. Das heißt, ihr müsst auch nicht mehr unbedingt das Ganze noch auf dem Display sehen. Ja, kommen wir dann auch schon zur Mediathek. Dafür blenden wir die ganzen Infos hier wieder aus, dass man einfach mal wieder eine bessere Übersicht hat. Und zwar findet ihr hier ganz klassisch die Spaltenanordnung wie in jedem anderen Programm auch. Die könnt ihr individuell wieder für euch einstellen, je nachdem, was ihr denn sehen möchtet und was nicht. Und dann habt ihr hier auch die klassische Baumstruktur, wie man sie eben kennt. Das heißt, wir haben hier Wiedergabelisten. Wir haben jetzt einfach mal Testplaylisten hier angelegt. Ihr könnt diese dann auch zum Beispiel eben als intelligente Wiedergabe-Playlist machen. Das heißt, ihr könnt dann hier eben Regeln festlegen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ihr möchtet nur einen bestimmten Interpreten oder die BPM soll gleich 110 sein. Das geht auch. Und dann spuckt ihr euch eben nur Titel in dieser BPM-Range aus. Insofern jetzt wie hier zum Beispiel überhaupt nichts ausgespuckt wird, dann könnt ihr auch einfach die Liste bearbeiten zum Beispiel und das Ganze auf 20 gehen. Und siehe da, er lädt jetzt welche rein. Und das könnt ihr eben einstellen, wie ihr möchtet. Da gibt es alle möglichen Parameter. Und ihr könnt auch einen Ordner anlegen. Das heißt, ihr sortiert dann die Playlisten sozusagen darunter ein in diesen Ordner. Ja, außerdem gibt es ähnliche Tracks. Ihr stellt dann hier ein, ihr möchtet zum Master oder zu Deck 1 oder zu Deck 2 zum Beispiel dann je nachdem Vorschläge bekommen. Ihr habt dann auch hier die Möglichkeit, diesen unscheinbaren Pfeil zu klicken und dann hier diese Option zu aktivieren. Das heißt eben Matching. Ihr sagt dann, diese beiden Tracks passen sehr gut zusammen und auch diese Information wird dann hier
bei der Ausgabe berücksichtigt. Ja, eben same Genre, same Artist gibt es auch noch. Also hier könnt ihr euch eben ähnliche Titel anzeigen lassen. Dann gibt es noch den Sampler. Eben, welche Samples habt ihr hier? Wir haben hier mal ein bisschen rumgespielt. Dazu kommen wir dann eben gleich noch. Außerdem ganz klassisch natürlich iTunes wieder mit an Bord. Und genauso hier die Playlists, die wir angelegt haben. Und dann natürlich auch der Explorer. Also könnt ihr auch einfach ganz normal über die Ordnerstruktur hier reingehen. Hier auf dem Desktop haben wir den Recordbox DJ Ordner und haben hier zum Beispiel auch wieder die Playlisten, genau wie sie in iTunes drin sind. Ja, insofern können wir das wieder zumachen. Außerdem könnt ihr euch hier noch Geräte anzeigen lassen. Wenn ihr zum Beispiel ein Handy mit eurem Recordbox DJ verbunden habt zum Beispiel, denn es gibt auch eine coole App noch für Recordbox, um seine Mediathek eben vorzubereiten. Als auch zum Beispiel, wenn ihr USB-Sticks angeschlossen habt, dann werden die auch angezeigt. Und zum Beispiel habt ihr hier auch Verläufe. Das heißt eben, die letzten Sitzungen hier werden gespeichert und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken, was ihr denn da so getrieben habt. Ihr könnt das Ganze dann auch exportieren lassen, insofern ihr meint, das war ein sehr, sehr cooles Set, dann habt ihr das auch immer. Außerdem habt ihr dann noch den Ordner Aufnahmen, wo eben, wie der Name schon sagt, Aufnahmen drin sind, insofern ihr denn welche getätigt habt. Wenn ihr hier den Record-Haken gesetzt habt, eben könnt ihr hier ganz einfach Dinge aufnehmen. Ihr könnt dann hier ganz links in der Zeile noch das Ganze für euch ein bisschen personalisieren. Das heißt zum Beispiel, möchtet ihr die Wiedergabe-Playlist unbetitelte Liste hier haben, dass ihr da immer schnell drankommt und zum Beispiel auch die elektronische Musik-Playlist von iTunes, dann könnt ihr die hier hinlegen und könnt so natürlich viel schneller darauf zugreifen. Ja, könnt ihr aber auch einfach wieder rauslöschen, könnt ihr eben anpassen, ganz individuell, wie ihr möchtet. Das ist im Prinzip aber nur eine Teilspiegelung von der Spalte rechts nebendran. Ihr könnt dann zum Beispiel hier auch noch die Anzeige ändern. Das heißt, hier von dieser feinen Ansicht in eine grobere mit dem Artwork und zum Beispiel auch der Waveform hier schon und könnt das Ganze sogar schon anspielen. Und da im Track rumskippen, das ist auch auf jeden Fall eine sehr coole Funktion, ist eben wie die Vorhörfunktion manch anderer Programmen, der aber dann eben woanders eingebettet ist und nicht direkt in der Mediathek. Ja, dann könnt ihr außerdem noch hier die ganze Sammlung filtern. Hier könnt ihr das Ganze eben nach Genre, Interpret, Album zum Beispiel machen. Also es geht eher um die Bezeichnungen sozusagen. Und hier geht es dann eher um die Parameter des Tracks. Das heißt, ihr könnt eben sagen, spuckt mir die Tracks in 120 BPM raus, plus 2% vom Masterdeck im Key B-Dur und so weiter. Könnt es immer weiter eben dann ausbauen. Wir haben jetzt hier den Haken gerade nicht gesetzt gehabt, deswegen wurde nichts angezeigt. Aber wir können hier zum Beispiel dann switchen. So, und könnt ihr eben dann sehr genau eure ganze Mediathek durchsuchen. Bei so einer kleinen Playlist macht es natürlich nicht ganz so viel Sinn, aber gerade wenn ihr eine Playlist von mehreren hunderten oder tausenden Tracks sogar habt, dann ist es ein echt cooles, nützliches Feature. Eben mit dem Haken hier nehmt ihr das Feature dann eben mit rein oder nicht, diesen einzelnen Parameter. Und zum Beispiel Components ist dann wiederum zum Beispiel hier das Matchen. Und ihr könnt hier zum Beispiel dann auch noch mit den Tags arbeiten. Dazu kommen wir dann gleich noch. Ja, blenden wir das mal wieder aus. Hier die Suche ist auch ein Klassiker, braucht man nicht weiter darauf eingehen. Und jetzt kommen wir eben auf die rechte Seite hier. Wir haben hier oben eine sogenannte Tag-List. Das ist wie eine kleine Merkliste sozusagen, da könnt ihr Tracks einfach reinschieben, wenn ihr die in naher Zukunft mal spielen möchtet oder euch irgendwie anders vormerken möchtet, dann könnt ihr die in die Taglist reinpacken. Sehr cool, könnt ihr natürlich auch den Abstand ändern. Und dann, wenn ihr das Ganze eben ein- und ausblendet, habt ihr hier auch noch zum Beispiel die Option, hier durchzugehen. Das heißt, ihr könnt hier natürlich auch noch mehr machen.
Und das Coole bei diesen Palettenbänken, wie Rekordbox die nennt, ist, dass ihr hier dann eben vier Spalten nebeneinander habt. Das heißt eben, ihr könnt auch einfach aus eurer Sammlung hier dann noch da einen reinziehen und da und so weiter. Das heißt, ihr könnt euch hier sozusagen dann ja nochmal Spalten aufbauen, die ihr irgendwie chronologisch sinnvoll ordnen möchtet. Sei es, weil ihr diese Blöcke untereinander spielen möchtet oder in der Linie eben passen die Tracks gut zueinander. Ihr sagt, mit denen fangen wir vielleicht mal an und arbeiten uns dann spaltenweise über den Abend weiter vor. Und hier habt ihr eben dann also extrem viele Möglichkeiten, da dann noch euch zu organisieren. Eben zum einen mal über die Listen hier, dann über die Palettenbänke da. Und ihr könnt sogar hier das Ganze noch ausklappen. Das heißt, hier könnt ihr dann eben auch nochmal das spiegeln, was ihr auf der linken Seite seht. Das heißt also, ihr habt extrem viele Möglichkeiten in der Mediathek eben zu suchen, zu filtern und euch eben verschiedene Dinge gleichzeitig anzeigen zu lassen, um hier auf jeden Fall immer den Überblick zu haben. Ja, wenn wir hier auf der Seite schon sind, dann gehen wir doch hier noch gerade mal in den Automix rein. Hier zieht ihr dann einfach Tracks rein, drückt hier oben auf Go und dann geht das Ganze auch schon los. Ihr seht jetzt auch hier zum Beispiel, dass er schon weiße Bereiche gesetzt hat, in denen möchte er den Übergang dann vollziehen. Your assistance is requested. Er lädt dann auch automatisch schon wieder den nächsten Track rein und so weiter, eben in Endlosschleife und kann man sich auf jeden Fall anhören. Und insofern ihr vielleicht an einem Abend mal erst nicht so viel zu tun habt, dann könnt ihr den noch mal ein bisschen laufen lassen. Ihr habt außerdem die Funktion, eben die Liste hier zu löschen. Ihr könnt sie speichern und ihr könnt hier noch ein paar Einstellungen ändern. Ja, dann könnt ihr hier euch noch Informationen zu dem Track anzeigen lassen. Eben ganz klassisch und könnt hier noch zwischen den Ansichten wechseln. Außerdem habt ihr hier noch die Möglichkeit, wieder auf ähnliche Tracks zu gehen. Das heißt eben zum Beispiel, ihr möchtet jetzt ähnliche Tracks zu Deck 2, zu eben dem Track hier auf der rechten Seite. Dann wird euch das Ganze angezeigt. Ihr könnt auch eben Deck 1 wählen, dann ändert sich die Anzeige wieder und so weiter. Also hier wieder die ähnliche Tracks-Playlist dann wie hier auch. Und ihr könnt dann eben hier noch entscheiden, soll es eben nach Genre, nach Artist Key und so weiter. Ist genau dasselbe wie auf dieser Seite. Ja, dann haben wir hier noch die Tags. Das ist auch ein sehr cooles Feature, um in der großen Mediathek den Überblick zu behalten. Normalerweise hat man ja seine Mediathek schon so aufbereitet, dass in den ID3-Tags zum Beispiel dann drin steht, welches Genre ist es. Und man könnte natürlich auch in die Kommentare noch mehr Funktionen schreiben, wie eben in welcher Situation möchte ich den gerne spielen oder Playlisten anordnen, wo nur Tracks für den Mainfloor reinkommen. Aber eben, es geht auch so, dass ihr Tags vergebt an die Tracks. Ihr hängt den halt sozusagen wie ein kleines Schild an, so ein Post-it so. Das ist ein Track, der ist zum Beispiel im Genre Deep House und der beinhaltet Vocals und den spiele ich auf dem Mainfloor. Und wenn ihr jetzt hier eben dann wieder reingeht in eure Sammlung und dann hier nach Tracks filtern möchtet, dann könnt ihr eben zum Beispiel eben Deep House auswählen, Vocal und so weiter. Und dann werden euch auch genau diese Tracks eben nach den Tags angezeigt. Also es ist auf jeden Fall eine sehr effiziente Möglichkeit, insofern ihr eben noch eine relativ neue Mediathek habt, bei der das nicht alles schon in der Dateiinformation drin steckt, dann könnt ihr hier sehr schnell und sehr effizient eben eure ganzen Tracks ja eben taggen und so den Überblick behalten. Ja, das war es dann jetzt im Prinzip auch schon für die Seite hier. Ihr habt eben hier unten dann die Mediathek und dann kommen wir als nächstes zum Deck. Ja, beim Deck habt ihr hier oben eben
die klassische Wellenform, wie man sie eben so kennt. Ihr könnt dann hier sogar auch noch reinzoomen oder raus, je nachdem, wie es euch lieber ist. Hier oben die Matching-Funktion hatten wir schon erwähnt. Zu der Schere kommen wir gleich noch. Ihr habt dann hier noch die Übersicht, die Gesamtübersicht des Tracks. Ihr habt hier oben die anderen Track-Informationen. Ihr könnt dann hier oben sagen, okay, das hier ist der Master-Track. Nach dem sollen sich alle anderen Tracks richten. Außerdem halt BeatSync, der Klassiker. Und was auch ein cooles Feature ist, ist Key Sync, das heißt eben, er synchronisiert nicht nur die BPM, sondern also die Geschwindigkeit, sondern auch die Tonhöhe. Das ist eine Funktion, die zum Beispiel bei Serato Geld kostet, gibt es hier frei Haus. Insofern Daumen hoch. Genau, dann wird hier eben grob unterschieden zwischen dem Grid Editor sozusagen, bei dem ihr das Grid Raster hier einstellt. Also ganz platt gesagt hier diese weißen Striche, die die Taktschläge verdeutlichen. Und dann gibt es hier noch die Pad Mode, wo ihr hier ganz viele Funktionen habt, ähnlich eben auch wie bei Serato und Virtual DJ. Mit hier noch einem kleinen Jogwheel, Turntable, wie auch immer. Und einer kleinen Loop-Sektion. Ja, schauen wir jetzt hier gerade nochmal auf den Grid Editor. Insofern etwas nicht stimmt, hier stimmt ja eben gerade alles bei den Tracks. Das heißt eben, dass jetzt hier die weißen Striche nicht auf den einzelnen Schlägen wären. Dann müsste man ja eben was korrigieren. Ihr könnt dann hier sagen, das hier ist der erste Punkt. Zum Beispiel eben hier bei dem Track wäre das ja hier schon, das passt ja soweit. Und dann könnt ihr das Ganze eben hier noch verschieben, entweder komplett, eben fein oder etwas grober. Ihr könnt dann hier noch den Abstand, also die Intervalle, eben zwischen den weißen Strichen vergrößern oder verringern. Ihr könnt auch einfach sagen, verdoppelt das Ganze oder halbiert es. Und das können wir jetzt einfach spaßeshalber mal machen. Wir nehmen jetzt hier mal den Track und vergrößern das Ganze. Ihr seht schon, hier wandern die roten und weißen Striche jetzt weiter. Der rote ist immer der Downbeat, also der erste Schlag eines Taktes. Und jetzt seht ihr auch schon, hier liegen die ja gar nicht mehr auf. Das ist also schlecht. Das heißt, wir wollen jetzt sozusagen wieder rein. So, und jetzt sitzen die auch nicht mehr perfekt drauf, weil wir haben es ja hier schon rumgeschoben. Eben könnt ihr schneller machen und langsamer. Aber das ist ja nur jetzt hier als Beispielobjekt. Ihr könnt euch auch zur Hilfestelle ein Metronom anzeigen lassen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, beim händischen Tappen eben das selbst einzustellen. Denn ihr könnt, anstatt das einfach rumzuschieben, auch einfach den Track abspielen lassen. Bis das Ganze dann eben sitzt soweit, könnt ihr dann kontrollieren, indem ihr nochmal reinzoomt. Es passt jetzt vielleicht nicht perfekt, aber dafür habt ihr eben die Feinjustierung hier noch. Oder auch noch einfacher, ihr sagt einfach, er soll es automatisch analysieren, dann passt es normalerweise. Insofern ihr das alles rumgeschoben habt dann und eben ist alles stimmt, könnt ihr auch hier das Schloss dann zumachen, zack, dann kann man hier nichts mehr verändern, denn es soll sich auch nichts mehr verändern, denn der Track bleibt der Track. Und dann eben stimmt ja alles. Ja, hier stimmt jetzt natürlich nichts, da wir so viel rumgespielt haben. Insofern sagen wir jetzt hier nochmal Track analysieren, okay. Und wie ihr sehen könnt, im Prinzip jetzt stimmt es wieder soweit. Ja, kommen wir dann zur Pad Mode. Hier habt ihr eben nochmal einen Überblick über den Track, wie viel BPM hat er. Ihr könnt dann noch den Pitch Fader einstellen, soll der sehr weit sein.
Also eben, wenn wir jetzt hier am Pitchfader drehen, sind das ja 100%, das ist extrem viel. Könnt aber auch sagen, nur plus minus 6 oder plus minus 10, wie ihr möchtet, je nachdem. Ne, verändert sich das dann auch nicht mehr so stark. Hier bekommt ihr dann die Abweichung noch angezeigt. Und ihr könnt dann hier beim Plus und Minus eben auch noch sagen, macht da ein bisschen drauf oder runter. Ist eigentlich nicht so wichtig. Und dann habt ihr hier ganz klassische Play-Pause. Ihr habt den Cue, der ist normalerweise immer am ersten Schlag angesetzt. Aber wenn ihr zum Beispiel hier seid und das pausiert und dann Cue drückt, dann ist er an dieser Stelle. Das heißt, ihr springt dann zu dem Punkt zurück. Und eben wenn ihr zu diesem Cue-Punkt zurück springt, dann stoppt der Track. Das ist nicht wie bei einem aktiven Cue-Punkt zum Beispiel, dass der Track dann einfach an der Stelle weiterläuft, zu der er springt, sondern hier wird er angehalten. Ihr habt dann hier noch MT, das heißt Master Tempo, bei anderen heißt es Key Lock. Das heißt, wenn ihr das aktiviert, dann verändert sich die Tonhöhe nicht, obwohl ihr die Geschwindigkeit verändert. So, ihr habt den Unterschied hoffentlich gehört. Außerdem habt ihr hier noch Quantize. Quantisieren heißt also, dass alles nach diesem Grid-Raster ausgerichtet wird, eben die Cue-Punkte, die Loops und so weiter, dass es eben immer schön im Raster ist. Insofern ihr zwischen den Bars arbeiten möchtet, müsst ihr das auf jeden Fall deaktivieren. Außerdem gibt es hier noch den Slip-Mode. Das heißt, wenn ihr hier Faxen macht, wie zum Beispiel den Track anhalten, dann seht ihr hier, läuft dieser weiße Balken weg. Und wir haben jetzt hier mal wieder auf Play gedrückt und dann springt er wieder an diese Stelle. Das heißt, der Track läuft einfach weiter. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Eben wenn es nicht aktiviert ist, dann ist der Track auch immer genau an der Stelle, an der ihr gerade rumspielt. Hier könnt ihr eben Loops setzen, ganz klassisch. Ihr könnt die Größe dann wählen, wie ihr möchtet. Und wenn ihr hier rüber switcht, dann könnt ihr noch In and Out, das heißt das Ganze individuell gestalten. Ihr könnt jetzt einfach hier sagen, da ist In und da ist Out und somit setzt ihr den Loop. Ihr könnt sagen, raus hier und wenn ihr dann auf Reloop klickt, dann springt er wieder zurück. Ganz klassisch. So, jetzt ist es natürlich hier auf dieser Seite gespiegelt. Das heißt, wir können hier in die eigentliche Pad-Sektion einsteigen. Wir haben hier dann Hotcues. Habe ich ja gerade zur Slip-Mode schon mal kurz verwendet. Das heißt, der Track läuft. Wir gehen aus dem Loop raus und setzen einfach mal einen Cue-Point. Und wenn wir jetzt zu dem springen, dann ist der Track nämlich immer wieder genau an der Stelle. Und im Slip-Mode war es ja so, dass der Track einfach weiterläuft. So, das heißt, ihr könnt eben wichtige Punkte für euch markieren, wie ihr möchtet, und das Ganze einstellen. Zum Beispiel eben am Ende vom Intro hier, kurz vorm Drop oder wenn das Outro kommt und so weiter. Ja, außerdem habt ihr die Möglichkeit, dass ihr hier PadFX nutzt. Das heißt, das sind im Prinzip vorgefertigte Effekte, die ihr auf Knopfdruck dann anwendet. Das heißt, ihr benutzt dann hier diese Pads und könnt die lostreten, natürlich auch so mehrere gleichzeitig. Die sind eben so lang aktiviert, wie ihr die Pads gedrückt lasst. Könnt dann hier noch zur zweiten Seite wechseln und hier eben ganz genaue Einstellungen vornehmen für jeden Effekt, wie der eben genau wirken soll. Ja, kommen wir dann zum Slicer. Hier könnt ihr sozusagen in den Bars drin rumspringen. Die sind im Prinzip in kleine Stückchen zerschnitten. Das seht ihr auch hier jetzt, dass hier die Zahlen von 1 bis 8 auftauchen, eben die kleinen Schnipsel. Und dann könnt ihr hier dann drin rumspringen.
Ihr seht, der Track springt dann immer wieder zurück und wenn er am Ende dieser 8 Bars angekommen ist, dann nimmt er sich sozusagen die nächsten 8. Ihr könnt dann hier auch noch sagen, eben zum Beispiel, bleib hier in den 8. Dann springt er eben nicht weiter, je nachdem, ob ihr es aktiviert habt oder nicht. Und könnt dann eben auch noch vor und zurück springen. Ihr könnt den schrumpfen, ihr könnt ihn vergrößern. Also da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das dann noch einstellen könnt. Als nächstes kommt hier der Beat Jump. Wie der Name schon sagt, ihr könnt eben einige Beats, einige Taktschläge durch den Song springen. Je nachdem eben hier 1, 2, 4, 8 und so weiter, 32. Müsst ihr dann einfach gucken, was ihr braucht. Könnt ihr die Größe individuell wählen. Das war es im Prinzip auch schon mit dem Beat Jump. Beim Beat Loop geht es im Prinzip darum, dass ihr eben diese Loop-Größe dann hier so lange aktiviert habt, wie ihr auf den Button klickt. Ihr könnt auch hier dann wieder das Ganze vergrößern oder verkleinern. Ist natürlich sehr ähnlich hier diese Loop-Funktion, nur dass ihr halt auf einen Klick eben alles bereit habt. Außerdem habt ihr das Keyboard. Das heißt, ihr könnt dann hier einen Hotcue, den ihr bereits gesetzt habt, auswählen. Und dann ab diesem Cue-Punkt die Tonhöhe verändern. So, ihr seht schon eben, er springt dann auch immer wieder zu diesem Hot-Cue zurück und ändert eben um zum Beispiel 5 Halbtonschritte dann die Tonart. Dafür müsst ihr aber wichtig eben diese Hot Cues schon gesetzt haben. Ansonsten ist das grau hinterlegt und es passiert nichts. Ihr könnt dann hier eben auch noch wechseln. Wollt ihr höher, wollt ihr tiefer? Bis zu 12 Halbtonschritte gibt es ja. Ja, dann kommen wir zum Key Shift. Das ist im Prinzip sehr ähnlich wie das Keyboard, aber ihr habt hier einfach die Möglichkeit, es unabhängig von Hot Cues zu machen. Das heißt, wir springen einfach mal hier irgendwo hin. Ja, ihr seht, es ist im Prinzip unabhängig von Hot Cues. Der Vorteil bei Key Shift ist eben, wenn ihr allgemein die Tonhöhe ändern möchtet, dann könnt ihr das hier rüber machen. Und beim Keyboard ist, dass ihr ja dann hier sozusagen mit den Pads wie eben bei einem Keyboard mit den einzelnen Noten das Ganze wirklich spielen könnt. Weil ihr auch immer wieder zu dieser einen Stelle am Cue-Punkt zurückkommt. Wenn ihr es hier ändert, dann läuft ja der Track ganz normal weiter. Dann haben wir noch den Sequencer Call. Dazu kommen wir gleich, wenn wir den Sampler erklären. Da könnt ihr nämlich dann kleine Sample-Schnipsel aufnehmen und die hier reinladen. Dann zum Action Sensor. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, einen Bereich in einem Track festzulegen, der einen bestimmten Effekt hat. Und wenn der Track dann da reinläuft, blöd gesagt, dann wird er aktiviert. Wir führen das jetzt mal hier kurz vor. Ihr legt dann wie bei einem Loop auch In und Out wieder fest. Sagt eben in diesem Bereich zum Beispiel. Und in diesem Bereich soll dann die Reverse Roll aktiviert werden. Dann sagt ihr noch On. Jetzt habt ihr gesehen, hier es verfärbt sich, ist scharf geschaltet. Und jetzt lassen wir das Ganze mal reinlaufen. So, ihr habt gesehen, eben nur für diesen Bereich wurde das aktiviert. Ihr könnt dann auch eben den Effekt wechseln. Und auch während es läuft, auch noch eben darin rumpfuschen. Das ist auf jeden Fall eine coole Funktion, dass ihr hier dann eben in einem Track schon einen gewissen Effekt hinterlegt und euch nicht mehr live, blöd gesagt, darum kümmern müsst. Als letztes kommt dann noch der Memory Cue. Der Memory Cue unterscheidet sich vom Hot Cue insofern, dass wenn ihr zum Memory Cue springt, eben der Track dort anhält. Der Memory Cue ist ja immer der erste Cue sozusagen, der im Track dann liegt. Das heißt, wenn der Track hier jetzt spielt und ich Cue drücke, zack, springt er wieder zum ersten zurück. Aber ich kann den ja auch noch an eine andere Stelle setzen. Das heißt, der Track ist jetzt hier pausiert, das ist wichtig, er darf nicht laufen.
Dann drücke ich hier Q und es versetzt den Q-Punkt. Und dann kann ich an dieser Stelle hier meinen Memory Q setzen und kann es natürlich auch öfter machen. Kann dann hier wieder Q drücken, also der orangene Marker muss dann immer an dieser Stelle sein. Zack, dann kann ich auf Memory klicken und dann bin ich da. So, und jetzt machen wir hier noch ein paar Hot-Cues rein, einfach fürs Beispiel. Und jetzt lassen wir das Ganze laufen. Ihr seht, wir springen zu den Cue-Punkten und eben er spielt von da ab dann weiter. Jetzt lassen wir ihn mal an die Memory-Cues springen. Und zack, er hält an. Also das ist der große Unterschied bei den beiden. Und damit sind wir im Prinzip auch schon durch. Kommen wir dann als nächstes zum Mixer. Der ist ja auch ganz schnell erklärt. Ihr habt hier wieder ganz klassisch die Line Fader, Q eben fürs Vorhören und hier den Equalizer, ganz klassisch, mit schlussendlich der Lautstärke, dem Gain des Decks. Das war im Prinzip auch schon der Mixer. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, den Crossfader zuzuweisen hier. Normalerweise ist Deck 1 eben links und Deck 2 rechts. Ihr könnt aber auch zum Beispiel zwei Decks auf eine Seite legen und ein drittes auf die andere. Alles möglich, bei unserer Variante kommt logischerweise gerade nichts, weil auf Deck 3 auch nichts läuft. Dann könnt ihr hier noch euren Kopfhörer einstellen, wie laut soll er sein, wie viel möchtet ihr vom vorgecueten Track hören, den draußen niemand hört und wie viel vom Mix, den man draußen hören kann. Außerdem hier noch dann Master Out, möchtet ihr natürlich aufnehmen, das Master Signal, die Lautstärke für das Master Signal, was ihr aufnehmen möchtet und dann der Record Button ist auch klar. Qvo ist ein Netzwerk von Pioneer, das DJs, Clubs und auch Musikinteressierte verbinden soll. Das heißt, wenn ihr diesen Button hier klickt, dann sendet ihr Informationen an dieses Netzwerk. Wir machen jetzt mal Nein. Und das ist halt die Frage, ob ihr das nutzen möchtet. Ihr habt natürlich dadurch mehr Reichweite, klar, aber ihr gebt auch Informationen preis. Eben, was spielt ihr gerade, was eben ist eure Setlist und solche Dinge. Deswegen überlegt euch das genau, aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit. Ja, insofern sind wir hier mit der Mixer- und Deck-Sektion durch. Jetzt kommen wir noch zur Effektsektion als auch zum Sampler. Die Effektsektion findet ihr hier oben, zweimal sozusagen hier gespiegelt, als auch den CFX, also den Channel FX, die Deckeffekte. Die Deckeffekte sind schnell erklärt. Das ist im Prinzip entweder Default einfach ein Filter oder User könnt ihr hier noch einstellen, was ihr möchtet. Kennt man auch vom Pioneer Mixer, das ist dieser eine Effektknopf hier und wenn ihr den dann eben betätigt, dann habt ihr einen Effekt, der auf dieses eine Deck dann auch wirkt. Ihr müsst dann halt immer einen einstellen, der dann für alle vier gleichzeitig gilt. Der unterscheidet sich dann eben insofern, dass ihr bei den beiden hier oben individuell entscheiden könnt, auf welche Decks die denn hier wirken sollen oder ob zum Beispiel das Master-Signal beeinflusst werden soll oder zum Beispiel auch der Sampler. Und dann könnt ihr noch sagen, möchtet ihr einen Effekt, zum Beispiel ein Delay oder eben ein Echo, ist ja egal. Und das hier eben mit mehreren Parametern manipulieren. Oder ihr begnügt euch damit, wie der Echo sozusagen einfach nur mit einem Regler in die Intensität ist. Mit der Voreinstellung habt ihr aber die Möglichkeit, dann drei Effekte reinzuladen. Das heißt eben insgesamt höchstens sechs. Plus eventuell eben der eine noch hier auf dem Deck. Und mindestens drei, eben jeweils hier dann einen. Plus der eine hier, könnt aber auch eben zum Beispiel sagen, ihr nehmt eine Seite mit drei, bei denen ihr dann die Intensität einfach nur einstellt und einen besonderen Effekt, der euch sehr am Herzen liegt, den euch sehr gut gefällt und den ihr einzeln wirklich sehr genau manipulieren möchtet. Das Ganze funktioniert eben ganz klassisch. Wir sagen jetzt mal hier, beide gehen einfach aufs Master-Signal. Ihr aktiviert das eben, indem ihr hier drauf klickt oder wenn ihr den Controller habt, eben den Button aktiviert.
Das war es auch im Prinzip schon. Und wenn ihr hier eben auf der einen Seite noch den einen Delay habt, dann könnt ihr den noch ganz besonders manipulieren. Es bleibt aber blöd gesagt beim Delay. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, hier über diesen Druckknopf, also hier über diesen einen Effekt sozusagen aus den Effekten auszusteigen. Das ist eine sehr coole Funktion, denn wenn ihr ganz viele Effekte am Laufen habt und noch irgendwie Play drücken müsst, dann könnt ihr euch ja nicht 10 teilen. Das heißt, ihr möchtet zum Beispiel an einer bestimmten Stelle einfach alle Effekte loswerden, dann könnt ihr das über diese Funktion machen. Und zack, sind im Prinzip auch schon alle aus. Da könnt ihr jetzt entscheiden, ob das eben über den Echo laufen soll, über einen Vinyl Break oder einen Backspin. Könnt ihr eben entscheiden. Und dann könnt ihr auch noch sagen, in welcher Frequenz sozusagen. Insofern ihr das natürlich dann einstellt, dass es länger gehen soll, müsst ihr das natürlich auch gedrückt halten, damit es weiter läuft. Oder eben kurz, wenn es schnell einsetzen soll und hier auch die Frequenz zum Beispiel anders eingestellt ist, dass es 1/32 eh nur ist. Ja, das ist auf jeden Fall noch eine sehr coole Funktion, die unsere Recordbox hier mitbringt. Insofern ist die Effektsektion eigentlich auch schon durchgesprochen. Eben, ihr entscheidet, ob ein oder drei Effekte, ihr entscheidet, welcher Channel FX und dann müsst ihr eben die Effekte ausprobieren, welche euch am besten gefällt und wie ihr sie am besten individuell manipuliert. Ja, dann kommen wir noch zum Sampler. Das ist auf jeden Fall auch noch eine sehr umfangreiche, coole Funktion. Und da kommt jetzt eben diese Schere hier zum Tragen, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Denn entweder habt ihr eben schon fertige Samples, die könnt ihr dann einfach aus eurer Sample Bank hier reinladen. Aber ihr könnt auch einfach Schnipsel aus euren Tracks hier rausziehen. Das ist nämlich auch sehr, sehr cool. Das zeigen wir jetzt einfach mal. Ihr aktiviert dann eben diese Schere hier und dann setzt ihr einen Loop. Ihr seht dann, das Ganze färbt sich blau und ihr könnt dann einfach per Drag and Drop das greifen und hier reinsetzen. So, jetzt habt ihr diesen Loop auch schon hier. Das Ganze machen wir einfach mal auf dieser Seite hier genauso. Jetzt haben wir hier zwei Samples mal einfach schnell reingezogen. Ihr habt hier 4 mal 16, weil ihr könnt hier noch die Seiten wechseln. Das heißt, ihr habt extrem viele Möglichkeiten, hier Samples reinzuladen. Ihr könnt dann halt unterscheiden, ob ihr beim einen vielleicht Instrumentals reinhaben wollt, beim anderen Effekte, beim nächsten kleine One-Shots für Vocals zum Beispiel. Das ist ganz individuell einstellbar. Und dann kommen wir hier zur Sequencer-Call-Funktion, denn ihr könnt die ganzen Samples jetzt hier abspielen lassen. Und wir wollen die jetzt aber zum Beispiel nicht so als One-Shot, sondern wir wollen, das hier ist eben der One-Shot, wir wollen das als Loop haben, dass es eben immer weiterläuft. Alternativ können wir auch noch den Gate-Modus wählen, das heißt, das Sample wird nur so lange abgespielt, wie ihr den Button auch drückt. Aktuell läuft es ja eben im Dauerloop. Wir stellen jetzt mal um. Und ihr seht eben jetzt läuft es nur noch, solange ich drücke.
Ihr könnt das Sample hier auswerfen oder hier auf Stumm schalten und ihr könnt hier die Lautstärke noch einstellen. Ihr könnt hier die BPM einstellen, könnt es wieder synchronisieren, könnt den Keylog wieder einstellen, also das Master-Tempo. Könnt sagen, BPM halbieren, BPM verdoppeln, je nachdem wie ihr das eben alles individuell einstellen möchtet. Und habt ihr keinen Bock mehr auf das Sample, könnt ihr es hier einfach rauswerfen sozusagen. Genau, jetzt aber noch zur Funktion der Aufzeichnung. Wir setzen das jetzt hier mal beides auf Loop. Ihr seht schon, die haben eben sich auch synchronisiert, denn wir haben hier BPM, Sync und Master an. Das heißt, die richten sich dann auch eben nach den Decks hier. Ihr könnt dann noch das Ganze auch so darstellen lassen hier. Aber wir bleiben mal so. Ihr könnt dann auch hier noch individuell die BPM wieder verändern. Ist alles eben wie oben beim Deck. Wenn ihr jetzt hier diesen Sequencer Call verwenden möchtet, dann könnt ihr mit euren Samples hier eben eine kleine Sequenz aufnehmen, die speichern, dann hier reinladen und dann könnt ihr das eben auch immer wieder abrufen. Das ist aber keine Tonaufnahme, deswegen funktioniert es auch nur so lange, wie die Samples da drin sind. Wenn ihr sie rausschmeißt, funktioniert die Funktion auch nicht mehr. Wichtig ist außerdem, dass eure Samples hier nicht im Loop-Modus sind, sondern im One-Shot-Modus. Sonst nehmt ihr eben auch nichts auf. Also probieren wir das einfach mal aus. Wir haben jetzt hier gesagt, wir wollen, dass das ein Bar lang ist und haben jetzt hier mal Pattern 1 und dann sagen wir einfach mal Record. So, das soll jetzt natürlich nicht schön sein, sondern einfach nur ein Beispiel sein. Wir klicken auf Save. Ihr seht, es landet hier oben rein. Und jetzt wiederholt er im Prinzip genau das dann immer wieder. Ihr könnt hier eben mit den Pads dann, wie viel Samples ihr möchtet, auch immer dann abfeuern und das Ganze eben ja, speichern, dass ihr das auf Abruf wieder hervorholen könnt, dass ihr zum Beispiel das während einem Track spielen könnt und da nicht dann, während ihr hier eigentlich noch am Mixer beschäftigt seid, eigentlich parallel dann auch die Pads drücken müsstet. Löschen wir das mal wieder raus, so schön war es ja nicht, und schmeißen auch die Samples wieder raus. Wichtig eben hier auch die Quantize-Funktion, dass es eben nicht nur generell von der BPM her gesynkt ist, sondern eben auch an das Grid-Muster wieder der Tracks. Ganz klassisch. Ja, das war jetzt dann auch noch der Sampler. Das ist auf jeden Fall viel Arbeit, sowas herzurichten sozusagen und das alles einzustellen. Aber hier hat man auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, sehr individuell eben Live-Producing zu betreiben und ja, da die Leute auf jeden Fall zu beeindrucken. Kommen wir jetzt dann zum Abschluss noch zu den Einstellungen. Wir haben zum einen hier die MIDI-Einstellung, wo wir MIDIs mappen können, wie dieses hier. Das funktioniert natürlich auch über Plug and Play, denn es ist ja auch von Pioneer, aber vielleicht möchtet ihr was ummappen oder vielleicht habt ihr eben ein MIDI, das nicht per Plug and Play funktioniert. Deswegen könnt ihr hier euren MIDI-Controller noch mappen, dazu gleich noch mehr. Außerdem habt ihr hier eben die Einstellungen, die sind wie immer mannigfaltig, aber wir gehen es mal grob jetzt zusammen mit euch durch. Hier Metronom ist selbsterklärend, dann die Soundkarte, welche ihr gerade haben möchtet und welche Puffergröße zum Beispiel, also die Latenz, die Geschwindigkeit, mit der die Geräte untereinander kommunizieren, einstellen. Umso kürzer im Prinzip, umso genauer, aber auch umso störanfälliger im Prinzip. Und hier der Mixer-Modus, da könnt ihr dann eben einstellen, wie die Verteilung von euren Decks sein soll. Da das jetzt hier alles intern im MIDI läuft, müssen wir hier nichts machen. Und die Ausgabekanäle eben über die einzelnen Ausgänge dann hier hinten und hier vorne könnt ihr das alles einstellen. Dann betrachten, Sprache Deutsch, ist eh klar. Schrift ist auch klar. Zeilenabstand selbsterklärend. Zur Baumansicht könnt ihr hier eben noch sagen, was ihr alles angezeigt haben möchtet und was nicht. Zum allgemeinen Layout, mit dem wir hier auch gestartet sind. Außerdem könnt ihr beim Effektpanel noch entscheiden, was da angezeigt werden soll. Ihr seht schon, wie es sich im Hintergrund verändert.
Dann die Wellenformanpassungen auch selbsterklärend. Wollt ihr die blau haben? Wollt ihr sie bunt haben? Das ist eben alles mehr oder weniger Geschmackssache. Auch die Farbverteilung hier. Das sind Sachen, die könnt ihr eben individuell für euch festlegen, wie ihr möchtet. Kommen wir zur Analyse. Wir empfehlen auf jeden Fall normal. Dann passt eben auch normal alles. Ihr könnt hier noch den BPM-Bereich festlegen, insofern ihr zum Beispiel nur elektronische Tracks habt, bei denen ihr eh wisst, dass die BPM-Range nur zwischen 110 und 130 ist, könnt ihr es ungefähr schon mal grob einstellen. Dann habt ihr auch eine geringere Fehlerquote zum Beispiel. Außerdem solltet ihr hier alles analysieren lassen. Das passt auch soweit. Selbst wenn ihr hier noch mit einem anderen Programm arbeitet, könnt ihr das trotzdem jetzt hier mal erstmal machen lassen und dann eben überschreiben lassen zum Beispiel. Ja, in die ID3 Tags schreiben ja oder nein, müsst ihr eben entscheiden. Es wird trotzdem hier angezeigt. Wenn ihr es in die ID3 Tags reinschreibt, dann wird es auch auf jeden Fall in anderen Programmen angezeigt. Dann, wenn ihr einen starken PC habt, könnt ihr hier auch noch auf Leistung stellen. Wir kommen zum Controller. Hier könnt ihr eben dann auch noch einzelne Einstellungen zu diesem Controller hier vornehmen. Ihr könnt dann auch sagen, wie soll die Crossfader-Kurve sein und so weiter, wie soll der EQ eingestellt sein. Außerdem, welche Effekte der Sampler, wie viele Slots soll der haben, wo sollen die Daten gespeichert werden, passt das soweit. Und zum Beispiel auch Aufnahmen, wo sollen eben Aufnahmen aus dem DJ-Programm landen. Bei der Tastatur könnt ihr eben hier noch einzelne Mappings vornehmen. Das ist irrelevant eher. Könnt ihr einfach auf der Standardeinstellung lassen. Normalerweise solltet ihr eben ja auch mit dem Controller auflegen und nicht mit Tastatur. Erweitert, hier müsst ihr natürlich noch Recordbox sagen, wo eure iTunes-Datei ist, sonst kann er nicht darauf zugreifen. Ganz logisch. Und hier, wenn ihr da was durchsucht, dann könnt ihr hier noch die Farben einstellen. Außerdem hier zum Beispiel auch für Kuvo wieder das Netzwerk. Möchtet ihr eben die Informationen teilen, ja oder nein? Wenn wir dann noch zu Sonstiges rüber gehen, könnt ihr eben auch noch Playlists senden lassen, ja oder nein. Je nachdem, seht ihr auch hier schon, wird der Button dann sozusagen nicht mehr klickbar. Ja, zur Lizenz seht ihr dann hier eben, was ihr gebucht habt und was nicht. Außerdem Digital Vinyl System, da könnt ihr dann eben noch einsehen, ist die Qualität eurer Timecode-Platte noch gut, passt das alles soweit und das eben alles richtig zuweisen. Bei der Videofunktion könnt ihr dann auch die Qualität einstellen, als auch welche Effekteinstellungen möchtet ihr hier vornehmen. Also auch noch Möglichkeiten hier weiter drauf einzuwirken. Bei Lyrics im Prinzip auch genau dasselbe, das meiste ist wirklich selbsterklärend. Und Lightning könnt ihr jetzt erstmal unter den Tisch fallen lassen. Damit beschäftigen wir uns jetzt aktuell nicht. Ja, das war's mit den Einstellungen. Sehr übersichtlich eigentlich, leicht verständlich. Es gibt auf jeden Fall einige Schrauben, an denen ihr noch drehen könnt. Kommen wir jetzt noch zu den MIDI-Einstellungen. Denn wenn ihr keinen Pioneer-Controller habt, zum Beispiel wie wir jetzt hier, müsst ihr eventuell erstmal alles selber mappen. Und dafür klickt ihr hier eben auf das MIDI-Symbol. Und dann könnt ihr hier auswählen, was ihr denn so angeschlossen habt. In unserem Fall ist jetzt natürlich schon alles da, klar. Aber wir löschen jetzt für euch einfach mal was raus. Hier oben seht ihr ja schon die Überkategorien, die sind ja eigentlich selbsterklärend. Und wir suchen uns jetzt mal hier den Klassiker, und zwar Play und Pause. Zack, löschen den einfach mal raus. Wie ihr seht, ihr könnt auch hier importieren und exportieren. MIDI-Mappings ist auch sehr hilfreich, insofern es schon irgendwo da draußen ein fertiges Mapping für euer Gerät gibt. Ja, wir möchten das jetzt mal löschen. Und das geht eben ruckzuck. Wir sagen dann eben Add. Okay, dann habt ihr hier wieder die Überkategorien. Und es war Play, Pause. Genau. Und jetzt müssen wir noch Learn drücken. Wir müssen dem Computer sagen, jetzt pass auf, das nächste, was wir machen, ist die Funktion, die du eben implementieren sollst, und zwar ist das hier Play Pause. Jetzt habt ihr schon gesehen, 900B ist ja aufgetaucht und eben im Hintergrund ist der Track losgegangen. Also das funktioniert jetzt wieder und dann
macht die Learn einfach wieder weg. Und wenn wir das Ganze jetzt hier nochmal wieder rauslöschen, dann, wenn ihr hier achtet, passiert wiederum nichts mehr. Genau, das war im Prinzip auch schon das ganze MIDI-Mapping. Er erkennt dann sogar eben auch zum Beispiel schon, dass sich es hier um einen Button handelt. Also ihr könnt auch gar nichts anderes auswählen. Insofern ist hier zum Beispiel ein Fader, ist genau dasselbe. Also von daher geht es sehr schnell, sehr effizient. Ihr könnt dann halt hier noch sagen, zu welchem Deck soll die Funktion denn. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch noch was hinten dran schreiben, was es denn ist. Und das war im Prinzip schon alles. Die meiste Arbeit bei dem MIDI Mapping ist hier halt eben, dass ihr wirklich jede Funktion einzeln triggern müsst, wie man so schön sagt. Und das Ganze halt immer wieder wiederholen. Aber sehr wahrscheinlich gibt es sowieso schon für den Controller, den ihr benutzt, ein fertiges Mapping. Oder eben ihr habt sowieso einen von Pioneer und dann geht das Ganze noch viel einfacher, weil ihr einfach nur Plug and Play das Ganze anschließen müsst und fertig. Kommen wir noch zur Videofunktion, die Recordbox hier eingebaut hat. Dafür aktivieren wir hier dieses Häkchen und jetzt landen wir bei Video. Er ist schon automatisch hier auch in die Videosektion gegangen. Ihr habt eben hier die Möglichkeit, noch euer Gemixe sozusagen, eure Musik videografisch zu untermalen. Dafür klappt dann hier dieser Player auf und wir können eben einfach mal hier dann die Videos reinziehen. Ganz einfach, wie wenn ihr Musik auch aufs Deck zieht. Dann habt ihr hier die beiden Videodecks und hier in der Mitte habt ihr dann den Master Player. Und ihr könnt dann hier einfach mal Doppelklick drauf machen und dann kommt hier dieses Extrafenster und das könnt ihr dann eben dorthin ziehen, wo ihr möchtet, wo es dann eben abgespielt werden soll. Dann synchronisiert sich das Ganze im Prinzip mit euren Trackdecks. Das heißt, wenn wir jetzt hier was laufen lassen, dann seht ihr auch schon, dass das Video hier genauso mitläuft. Per Pause hält es an und so weiter. Selbes Spiel auf der anderen Seite. Und insofern wir jetzt hier den Crossfader benutzen, wird er dann zwischen den Decks wechseln, genau wie er es eben hier oben auch mit den Trackdecks macht. Und wir ziehen jetzt mal die Fader hoch, damit ihr das auch wirklich mal seht auf dem Master Deck dann. Wir haben jetzt hier eben dann den Übergang zwischen den beiden Videos, weil eben auch die Tracks oben übergeblendet werden. Außerdem könnt ihr hier noch Effekte einstellen und ihr könnt zum Beispiel auch hier die Art des Übergangs einstellen. Also wir haben das jetzt hier mal so eingestellt, ihr könnt aber auch alle möglichen anderen Effekte nehmen. Müsst ihr einfach entscheiden, wie ihr es haben möchtet. Ihr könnt dann hier auch einfach auf Weiter drücken. Dann nimmt er jedes Mal denselben. Oder hier auf Random. Das heißt, er wechselt dann einfach willkürlich durch. Selbsterklärend. Wenn ihr hier drauf drückt, dann macht den Übergang automatisch. Auch eigentlich ganz klar. Und eben hier könnt ihr dann noch Effekte einsetzen, die zum Beispiel eben dann auf Deck 1 sein sollen oder auf dem Master Deck, je nachdem. Dann könnt ihr hier einstellen, welcher Effekt, Expose zum Beispiel, und dann klickt ihr einfach hier mit der Maus rein. Ähnlich vielleicht wie bei Effektpads. Und das Ganze könnt ihr eben auch auf Hold und Unhold machen. Das heißt, jetzt ist es im Prinzip dauerhaft, wenn wir hier reinklicken. Oder eben auch nur solange wir wirklich auch mit der Maus klicken. Schön wäre es natürlich, wenn ihr hier einen Controller habt, der auch noch ein Touchpad eingebaut hat, mit dem ihr das direkt nutzen könnt. Ansonsten müsst ihr es halt eben mit der Maus machen zum Beispiel. Ihr könnt dann hier noch eine Slideshow einbinden. Das heißt eben, wenn ihr Aufnahmen habt, die ihr jemanden präsentieren möchtet, dann könnt ihr hier auch den Dateipfad für diese Aufnahmen reinladen. Wenn ihr möchtet, könntet ihr außerdem noch Schrift hier hinzufügen. Dafür könnt ihr einfach Text einfügen, sagen wir einfach mal Party, Save und dann im Prinzip läuft es auch schon. Ihr habt jetzt hier die Preview oder ihr sagt direkt On, schmeißt mir das Ganze drauf.
Ihr könnt auch ein Image hier einbinden, das heißt, dass ihr eben zum Beispiel ein Logo von euch einbinden möchtet, oder auch ihr könnt auf eure Kamera zugreifen und dann könnt ihr natürlich auch noch von der Schrift hier einstellen, ob das jetzt leicht durchsichtig sein soll oder welche Art von Animation und auch die Größe. Ja, also ihr seht schon, da kann man auf jeden Fall noch viel rumspielen. Das ist auf jeden Fall ein sehr simples und sehr cooles Feature, hier Videos miteinander zu synchronisieren, eben neu zu arrangieren. Und vor allem mit den Effekten hier könnt ihr noch einiges drauflegen. Wir haben jetzt hier mal wieder die Timecode-Variante für euch aufgebaut und wollen euch jetzt einfach mal kurz zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Es wird nicht funktionieren, weil unsere Timecode-Platte hier von Native Instruments ist, ist aber überhaupt nicht schlimm, denn in den Einstellungen sieht man das genauso. Wir legen jetzt einfach mal auf und gehen in die Einstellungen. Und jetzt seht ihr hier schon eben, wie auch bei den anderen Programmen, eben das ist ja immer genau dasselbe. Hier jetzt erstmal dieses optische Feedback der Platte und dann könnt ihr hier einfach auch das auf Auto lassen. Start und nochmal Start. Dann ist eben alles complete. Und jetzt seht ihr hier eben, ihr könnt zwischen internen, relativen und absoluten Modus wechseln. Es funktioniert eben nicht richtig, weil es hier die Timecode-Platte von Native Instruments ist, aber er erkennt auf jeden Fall irgendwas. Das führen wir jetzt euch einfach mal vor. Den Unterschied zwischen den relativen und absoluten Modus haben wir in den anderen Lektionen schon geklärt. Nur mal ganz kurz im Abriss nochmal, der absolute Modus unterscheidet sich vom relativen insofern, dass das Programm auch es ganz genau nimmt, auf welcher Stelle der Platte die Nadel denn jetzt liegt. Liegt sie weiter drin, dann ist der Song auch in Anführungszeichen weiter am Ende. Und ist sie weiter draußen, startet der Song auch am Anfang der Platte. Also man tut im Prinzip so, als wäre der Song wirklich auf der Platte drauf. Also wir switchen kurz um. So, ihr seht schon jetzt 245 BPM ist natürlich vollkommener Quatsch. Aber wenn ich die Platte hier anhalte, eben funktioniert das auch wieder. Und kann eben den relativen Modus wechseln. Dann bleiben mir hier die Einstellungen auch verwehrt. Oder ich gehe wieder auf intern. Normalisiert das Ganze mal wieder und dann passt es eigentlich auch schon wieder. Ihr könnt auch genauso hier dann eben auf Play und dann seid ihr auch wieder im internen Modus. Und das war es im Prinzip auch schon. Also das ist immer dasselbe bei den ganzen Programmen. Ja, ihr seht es im Prinzip schon, also Record Box ist auf jeden Fall eine vollwertige DJ-Software. Es hat einige wichtige Sachen mit an Bord. Hat sogar eben noch ein sehr cooles VJing-Feature und arbeitet natürlich auch wunderbar mit den Pioneer-Geräten zusammen. Außerdem habt ihr noch die Lightning- und die Export-Variante sozusagen von dem Programm mit an Bord. Insofern schaut euch das auf jeden Fall mal ein bisschen genauer an. Es hat eine sehr schöne, schlichte und wohldurchdachte Oberfläche. Insofern, wenn ihr sowieso Pioneer-User seid, dann dürfte die Entscheidung recht schnell gefallen sein. Man muss leider eben auf sowas wie Stemdecks zum Beispiel verzichten, aber das haben die wenigsten DJ-Programme. Insofern schaut euch Recordbox mal an und eventuell kauft ihr es euch ja. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.